Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. In der letzten Lagebesprechung haben wir ja bereits über die US-Wahlen gesprochen, da mit Dr. Maximilian Krah, mit einem AfDler, ein bisschen mehr über so, ich will es jetzt nicht die oberflächlichen Sachen nennen, aber so die direkten Aspekte, die einem in der Wahl ins Auge springen. Aber was da über dem Teich so vor sich geht, das hat ja sehr, sehr viele Ebenen und ist am Ende auch nicht auf eine einzelne Präsidentschaftswahl, auf diese Wahlperioden herunterzubrechen. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon einen Podcast mit meinem Sezessionskollegen Nils Wegner aufgenommen, gerade zu diesen Prozessen, die in Amerika, wenn man so möchte, ja eine Frage von Jahrhunderten sind, und haben dann einen eindringlicheren Blick in die politischen Verhältnisse über dem großen Teich geworfen. Und da das ja auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Sendung geworden ist, der Podcast, den wir, Nils, zusammen geführt haben, haben wir uns so einfach gedacht, wir wiederholen das und nehmen nochmal einen tiefen Einblick in die Verhältnisse der USA. Also vor allem auch vor dem Aspekt, dass das, was in den USA passiert, sie sind ja zweifelsohne immer noch der Hegemon, für uns einfach auch am Ende weitreichende Folgen hat in Europa. Nils, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit uns über Amerika zu reden. Ja, ich freue mich auch. Moin und vielen Dank für die Einführung. Es ist sehr nett. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die jetzige Aufnahme den Podcast von vor nunmehr ja auch schon wieder 2 Monaten, ja, kommt ziemlich genau hin, nochmal angehört. Und abgesehen davon, dass es immer wieder ganz beeindruckend ist, nicht nur live dabei zu sein, sondern das Ganze auch in Echtzeit zu hören, weil ich eigentlich aus Zeitgründen und auch aus Gründen der Informationsaufnahme mittlerweile mir Podcasts und solche Sachen nur noch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit anhöre, was das Ganze nicht nur deutlich sprunghafter macht, sondern auch dafür sorgt, dass die Leute sich etwas anders anhören, mich selbst eingeschlossen, ist es doch mal wieder schön, auch selbst dabei zu sein. Und scheint ja auch einigen Leuten gefallen zu haben, zumindest einigen. Es gab ja auch einige YouTube-Kommentare, wo Leute geschrieben haben, vermutlich so die eher etwas, sagen wir mal, grundlegend fundamental transatlantisch ausgerichtete PI-lesende Konsumentenschaft, die dann drunter geschrieben haben, das sei ja alles schön und gut, weil wir da ja schon etwas skeptischer über diese ganze Geschichte gesprochen haben. Das sei ja alles schön und gut, aber sie würden trotzdem darauf hoffen, dass Trump jetzt nochmal wiedergewählt wird. Und dann, ich glaube, die Formulierung war, unserer GroKo eins aufs Maul gibt, Zitat Ende oder so ähnlich. Das hat sich jetzt natürlich alles etwas anders entwickelt, aber gut, man muss sich ja mit solchen Podcasts, mit etwas realistischeren Einschätzungen oder die andere vielleicht auch zynisch nennen mögen, auf das Weltgeschehen nicht immer nur Freunde machen. Ich muss dazu allerdings auch sagen im Vorfeld, dass ich eure Sendung mit Herrn Dr. Krah jetzt noch nicht gehört habe. Also wenn sich da irgendwelche Sachen doppeln sollten, dann möchte ich jetzt schon mal meine Hände virtuell in Unschuld waschen. Du hättest ihn auch gar nicht hören können, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist er noch gar nicht online. Beziehungsweise er ist gerade eben online gegangen in dem Moment, wo wir reden. Daher wäre es ja gar nicht möglich gewesen, ja. Dann ist das ja umso unverfälschter und gerade vor dem Hintergrund, dass die Trump-Präsidentschaft ja auch erhebliche Auswirkungen auf die Medienlandschaft in den USA und weltweit gehabt hat, kann man da natürlich auch dann wieder in irgendwelche theoretischen Gefilde gehen und sagen, dass jetzt im Prinzip, wie wir beide uns unterhalten, quasi erst dadurch wirklich real wird, dass zumindest ich nicht davon beeinflusst bin, was bereits der Herr Dr. Krah zu dem Thema gesagt hat. Aber gut, sei es drum. Schön, wieder da zu sein. Freut mich auch. Und nochmal zu den Kommentaren, die du erwähnt hast. Ich glaube, man kann es beim Podcast auch nie allen recht machen. Und irgendjemanden wird man immer vor den Kopf stoßen. Allein schon mit der Meinung, die man vertritt, wird man die irgendwie immer alle abholen können. Ja, selbstverständlich. Also ich meine, gerade der Sinn von solchen Sendungen wie der Lagebesprechung dürfte ja auch wesentlich weniger darin liegen, jetzt so ein argumentatives Ping-Pong-Spiel sowohl mit den Gästen, die du oder die andere jeweils dabei haben, als auch mit dem Publikum, mit dem man natürlich nicht unbedingt so in Kontakt treten kann, außer man macht mal so eine Q&A-Sendung, wie es neudeutsch so schön heißt, sondern es geht ja eher darum, den
den Leuten gewisse Denkanstöße zu vermitteln, um sie vielleicht gerade nicht dort abzuholen, wo sie ohnehin schon stehen. Das können wir dann, glaube ich, ich möchte sie eigentlich nicht ganz Kollegen nennen, vom Spiegel oder von der FAZ und wer da nicht noch alles irgendwelche hochtrabenden Podcasts hat, überlassen, sondern sie vielleicht dann doch eher, zumindest habe ich ein bisschen so den Anspruch, sie aus ihren Komfortzonen so ein bisschen an den Haaren herauszuzerren und sie dazu zu nötigen, Dinge mal aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Und wenn das manchen etwas zu schwierig ist oder es schmerzt oder dergleichen, dann bleibt ja immer noch der große rote Knopf, mit dem man sich Abhilfe verschaffen kann. Um jetzt genau das zu tun, die Leute nämlich aus der Komfortzone rauszuholen, steigen wir aber erstmal ein bisschen soft ein. Und zwar hast du ja eigentlich auch schon eine Prognose abgegeben. Wir haben ja auch im letzten Podcast ein bisschen über die anstehende Präsidentschaftswahl gesprochen. Siehst du dich in deiner Prognose, wenn ich mich recht entsinne, hattest du Biden schon auf dem Zettel. Siehst du dich jetzt nach der Wahl oder während dem Wahlgeschehen darin bestätigt? Also meine tatsächliche Prognose habe ich ja erst abgegeben, nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, als wir dann noch ein bisschen darüber gesprochen hatten. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt mit dir zumindest einen Zeugen und dann auch triumphal daherreden zu können, dass man es ja schon immer gewusst hat und so weiter. Also ganz grundsätzlich war ich von vornherein der Meinung, dass wer auch immer die demokratischen Geschicke zu entscheiden hat, ob es die Nornen sind oder wer auch immer das Schicksal über die Wahlurnen bestimmt, dass auf jeden Fall irgendjemand oder irgendetwas Donald Trump keine zweite Amtszeit vergönnen wird. Und das war, wie gesagt, Anfang September meine Ansicht. Das war vor dieser Geschichte mit dem auf mysteriöse Art und Weise erst an Rudy Giuliani und von dem dann an die New York Post gelangten Laptop-Funde von Joe Bidens Sohn Hunter. Und als das passiert ist, das ist jetzt, glaube ich, 4 Wochen her circa, das dürfte ungefähr genau zur Halbzeit gewesen sein, muss ich dann doch sagen, dass ich mir überlegt habe, ob meine Prognose oder meine Einschätzung vielleicht nicht doch zu revidieren wäre, weil das tatsächlich unerwartet kam und man davon, wie das Ganze gelaufen ist, dass das alles so ein bisschen im Halbschatten verlaufen ist, dass dazu auch gewisse EDV-Kenntnisse und gewisse schicksalhafte Fügungen, die man normalerweise aus irgendwelchen Thrillern oder den zugrunde liegenden Agenten-Szenen und Geheimdiensten, die gerade in den USA ja durchaus intensiv in der Realpolitik mitmischen, kennt, dass da vielleicht mehr dahinter steckt und sich vielleicht jemand so auf den letzten Drücker überlegt hat, dass unter Umständen Donald Trump vor dem Hintergrund unter anderem dieser ganzen Friedensgespräche im Nahen Osten, in der Levante, die er in letzter Minute angeregt und teilweise ja auch erfolgreich durchgedrückt hat, dass sich da jemand in letzter Minute gedacht haben könnte, dass Donald Trump vielleicht zumindest außenpolitisch betrachtet doch der bessere der beiden möglichen Präsidenten für gewisse Regionen und gewisse Staaten auf der Welt sein könnte. Nun, das war ein relativ kurzer Moment. Diese ganze Hunter-Biden-Geschichte mit was auch immer für unangenehmen und geschmacklosen Details da ans Tageslicht gekommen sind oder vielleicht noch kommen werden, ist ja doch schneller verraucht, als man gedacht hätte, weil im Prinzip die etablierten US-Medien und auch die etablierten Weltmedien das quasi unisono mit dröhnendem Schweigen quittiert haben. Und so ist es dann dabei geblieben, dass eben fast ja das ganze vergangene halbe Jahr über ständig nur darüber berichtet wurde, dass Biden im Prinzip schon die Wahl sicher in der Tasche hätte. Und dementsprechend hat sich das dann am Wahltag, der Wahlnacht und in den darauffolgenden Tagen auch so dargestellt. Also dass Biden das Rennen machen würde oder gemacht bekommen würde. Ja, okay, soweit habe ich mich da bestätigt gesehen. Ich war dann allerdings doch überrascht, dass es so knapp geworden ist. Und auf der anderen Seite, dass die Probleme, die sich dargestellt haben, also das, was unter dem Schlagwort Voter Fraud abgelegt worden ist, dass diese Unregelmäßigkeiten, sagen wir mal, wir müssen ja erstmal
Einerseits, weil man das eben so macht und auf der anderen Seite auch, weil es da gewisse juristische Präzedenzfälle in den USA gibt, die wahlrechtsmäßig das vorschreiben, dass man grundsätzlich immer erstmal von keiner Böswilligkeit, sondern von systemischen Fehlern auszugehen hat. Da muss man schon sehen, dass das wirklich eklatant und krass ist, was da passiert ist. Also es findet natürlich auch in den etablierten Medien diesseits wie jenseits des großen Teiches nicht wirklich statt, beziehungsweise war da von vornherein klar, dass Trump und sein Team da heiße Luft produzieren würden, weil sie ja auch im Vorhinein bereits angekündigt haben, dass sie fest davon ausgehen, dass die Demokraten oder wer auch immer dahinter stecken möge, so etwas tun würden und auch im Vorhinein bereits mehr oder weniger dargelegt haben, wie sie dann dagegen vorgehen werden, was natürlich jetzt auch, sagen wir mal, nicht unbedingt klug ist. Ich glaube, jeder, der schon mal Schach gespielt hat oder dergleichen, weiß, dass man jetzt nicht unbedingt seinem Gegner ankündigt, was man zu tun gedenkt, außer Billard oder so vielleicht, sei es drum. Aber so oder so denke ich aus heutiger Perspektive, nachdem nun doch einige Tage ins Land gegangen sind, muss man schon davon ausgehen, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, diese auch in großer Zahl und in nicht geringem Ausmaß, aber dass, weil eben wahlrechtlich gesehen das Ganze so diffizil ist und vor allen Dingen es notwendig ist, nachzuweisen, dass die Fehler, die passiert sind oder die Unregelmäßigkeiten tatsächlich nicht nur beabsichtigt waren, um den Ausgang der Wahl zu beeinflussen, sondern auch tatsächlich den Ausgang der Wahl entscheidend beeinflusst haben, bevor überhaupt Gerichte diese Voter Fraud Klagen annehmen, dass es sicherlich da vor die Gerichte gehen wird. Seit, ich glaube, Donnerstag oder Mittwoch sogar schon, sind ja auch die ersten Klagen anhängig. Aber es sind auch schon die ersten Klagen abgewiesen worden, weil es eben extrem schwierig ist, zumal ja teilweise immer noch gezählt wird, nachzuweisen, dass eben, wie gesagt, diese beiden Kriterien erfüllt sind. Dass also Vorsatz nachweisbar ist und dass eben die entscheidenden Auswirkungen auf das tatsächliche Wahlergebnis nachweisbar sind. Genauso spielt dem natürlich nicht gerade in die Hände, dass jeder US-Bundesstaat ein eigenes Wahlrecht und ein eigenes Wahlprozedere hat, dass da intern unheimlich viel Spielraum gegeben ist und insgesamt, dass ein extrem weites Feld ist, dass in den USA tatsächlich Unregelmäßigkeiten und echter Betrug auch eine gewisse Tradition haben und zumindest auf kommunaler Ebene, beispielsweise bei Bürgermeisterwahlen, in manchen Städten wie Philadelphia und Detroit, die auch jetzt wieder mit Argusaugen von den Republikanern betrachtet worden sind, dass dort eben Betrug mehr oder weniger schon fast zur Sitte gehört und eine jahrzehntelange Tradition hat. Und dass ohnehin bei derartigen Wahlen und selbst bei welchen, die deutlich weniger wichtig sind als Präsidentschaftswahlen, und selbst solchen, die lange nicht so polarisiert waren wie jetzt, es immer schon so war, dass das linke, das demokratische Narrativ immer schon gelautet hat, die Republikaner versuchen, die Wahl zu schieben, indem sie Voter Suppression begehen. Also in diesem Fall, dass die Rechten würden Leute von der Wahl ausschließen, die eigentlich wählen dürften. Dadurch, dass es eben gesetzliche Vorschriften gibt, dass man eine Voter-ID bei sich zu führen hat und so weiter und so fort. Dass man gewisse Formulare im Vorfeld ausfüllen muss, dass man Anträge stellen muss, um diese Voter-ID zu bekommen. Da muss ein Foto rein. Dazu gehört, so komisch das klingen mag, schon mal eine gewisse Grundintelligenz, die, sagen wir mal, die Angehörigen gewisser Wählerschichten in gewissen Regionen, wo die Leute tatsächlich funktionale Analphabeten sind, insbesondere in innerstädtischen Gebieten, nicht unbedingt mitbringen. Das wäre also das, was die Linken den Rechten unterstellen, Leute, die eigentlich legitime Wähler wären, von der Wahl sozusagen abzudrängen, indem sie die Teilnahmehürden zu hoch schrauben. Und die Rechten, in Anführungszeichen, die Republikaner unterstellen den Demokraten sowieso schon seit jeher und teilweise auch mit gutem Recht, statt Voter Suppression, also dem Ausschluss von Leuten, die eigentlich wählen dürften und sollten, eben Voter Fraud zu begehen oder Ballot Stuffing zu begehen. Also Leute heranzuholen, die normalerweise entweder nicht wählen gehen würden oder gar nicht wählen gehen dürften und die zu benutzen, um das Ergebnis zu verfremden. Und gerade in jetzigen Zeiten, in jetzigen Zeiten der Corona-Pandemie, ist es beispielsweise in den USA so gewesen, dass einzelne Bundesstaaten, teilweise entgegen ihrer eigenen bundesstaatlichen Verfassung, die Vorgaben außer Kraft gesetzt haben, wonach man eben
diese Voter-ID beantragen und zur Wahl mit sich führen muss. Wodurch natürlich wiederum Betrug Tür und Tor geöffnet wird, was die Republikaner auch hinreichend betont haben. Aber mit den Corona-Maßnahmen, die eben auch Sache der Bundesstaaten sind, gibt es eben eine gewisse Grundlage dafür, um von vornherein zu sagen, nein, das hat jetzt nichts mit Wahlbetrug zu tun, sondern wir haben einfach Zugeständnisse machen müssen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Und wenn böswillige Akteure das genutzt haben sollten, möglicherweise, um Wahlbetrug in wie auch immer großem Stil mithilfe dieser Teilnahme Erleichterungen zu begehen, dann ist das nicht unser Problem, sondern dann ist das eben kriminelles Verhalten seitens derjenigen, die es getan haben, aber nicht vom System oder vom demokratischen Parteiapparat so beabsichtigt oder organisiert worden. Es ist ein weites Feld, es ist sehr schwierig und das kann sich unter Umständen, wenn einige dieser Klagen angenommen werden und dann eben nachgeforscht werden muss etc. pp., noch bis Mitte Dezember hinziehen. Ja, es kann ja ein ewiger Prozess werden, wie wir es auch schon bei George W. Bush und Al Gore gesehen haben, wobei der hat sich ja, glaube ich, nicht bis Dezember gezogen. Aber auch gerade diese Wahl hatte ich noch im Kopf, die mich dann auch hat zu schmunzeln lassen, als ich dann diese völlige Entrüstung und Überzeugung in, es war auch in den deutschen Medien, aber eigentlich ja auch in den amerikanischen und westlich-liberalen Medien, darüber, wie man denn die US-Wahlen über ihre über ihren Prozess denn in Frage stellen könnte. Und das wären ja quasi die saubersten Wahlen, die man sich vorstellen kann, hatte man so das Gefühl. Und wie du schon sagtest, sie sind eigentlich bekannt dafür und in der Politikwissenschaft ist man sich da auch relativ einig drüber, dass dieses Wahlsystem in Amerika, was du auch erwähnt hattest schon, dass es auch nochmal in jedem Bundesstaat anders ist, also alles andere als irgendwie modern, wirklich demokratisch funktionierend und an irgendwelchen guten Kriterien sich orientiert, sondern eben vor massiven Problemen steht. Und dahingehend ist es natürlich sehr entwaffnend für die typischen Akteure, wo man es eh schon wieder, auch schon im Vorhinein wusste, wie sie ja agieren, wie sie dann sich gegenüber diesem Vorwurf dann verhalten. Und vor allem auch nochmal im Hinblick auf die George W. Bush-Geschichte ist ja das Lustige, dass damals die Demokraten eigentlich die ganze Amtszeit über die erste nichts anderes erzählt haben, als dass Al Gore eigentlich diese Sache gewonnen hätte. Wäre da nicht in Florida die Wahlfälschung abgelaufen und George Bush ist gar kein legitimer Präsident. Und dass man eigentlich ja auch die ganze Trump-Legislaturperiode die ganze Zeit mit dieser Russia Collusion ankam, was ja eigentlich nichts anderes ist als der Vorwurf, er hätte die Wahlen halt über russische Geheimdienste manipuliert oder russische Geheimdienste hätten die Wahl manipuliert, warum er dann gegen Clinton gewonnen hat. Ja, das ist absolut richtig. Da sind dann natürlich noch so witzige Sachen dazu gekommen, wie dass das halt irgendwelche russischen Hacker für ihn entschieden haben sollen, obwohl diese Wahlmaschinen, die es dort gibt, an und für sich gar nicht ans Internet angeschlossen sein sollten, wohingegen dieses Mal ist scheinbar so gewesen ist. Also es gibt natürlich unheimlich viele Berichte und allein schon, wenn man einigen Szene-Podcasts und so weiter in diese Richtung folgt, wird man geradezu geflutet mit entsprechenden Nachrichten, weil viele dieser Podcasts und ansonsten erscheinenden Medienberichte so aus der Alt-Right, Dissident-Right Szene vor allen Dingen daraus bestehen, bereits erschienene Nachrichten zu kommentieren. Da soll es eben beispielsweise dazu gekommen sein, dass diese seltsame Firma, die einem ehemaligen Mitarbeiter von Nancy Pelosi, also der Fraktionsführerin der Demokraten im Senat oder Abgeordnetenhaus, ich habe es gerade nicht im Kopf, gehört oder der dort Großaktionär ist, dass also diese Firma, die Wahlmaschinen für mehrere Bundesstaaten produziert hat, dass diese Firma auch noch Dominion, also Vorherrschaft heißt, was schon fast wieder so eine Sache wie Pizzagate oder QAnon ist, weil da einfach das einfach viel zu sehr ist wie in irgendeinem Marvel-Comic oder dergleichen. Und dass eben dann auch noch bei diesen Wahlmaschinen in einzelnen Bezirken in der Nacht vor der Wahl irgendwelche Techniker aufgetaucht sind, die noch schnell ein Update aufgespielt haben sollen, woraufhin dann diese Maschinen eben halt während der Wahl verrückt gespielt haben. Es ist wieder mal so eine einzige große Crime-Novel, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, etwas, was die US-Politik sowieso seit jeher ausmacht, dass man das dort im Prinzip mit so einer ewig laufenden Wiederholung von House of Cards oder was auch immer man als hyperreales
Gegenstück aus der Medienlandschaft dazu werten möchte, zu tun hat. Und ich meine, gut, diese Geschichte in Florida zwischen Bush und Gore, das war 2000, das haben vielleicht viele noch so im Hinterkopf, weil unsere Alterskohorte damals bereits alt genug war, um sich das einigermaßen zu merken. Aber tatsächlich hat es auch in der Vergangenheit schon des Öfteren bei US-Präsidentschaftswahlen derartige Vorfälle gegeben. Beispielsweise 1960 bei der Präsidentschaftswahl John F. Kennedy gegen Richard Nixon, wo, soweit mir bekannt ist, mittlerweile eigentlich schon die Historikerzunft tatsächlich der Meinung ist, dass im Prinzip tatsächlich John F. Kennedy Richard Nixon die Wahl gestohlen hat, damals auf mannigfaltige Weise durch Medienbeeinflussung, aber auch durch Einflussnahme unmittelbar auf den Wahlvorgang. Und selbst zu Zeiten der Gründerväter hat es schon solche Sachen gegeben. Beispielsweise 1824, da gab es 4 Präsidentschaftskandidaten, die tatsächlich die damaligen US-Bundesstaaten feinsäuberlich unter sich aufgeteilt haben. Es gab tatsächlich einen kompletten Gleichstand. Daraufhin wurde dann einer von den 4 ausgeschlossen aufgrund irgendeiner gesetzlichen Vorgabe. Und der hat dann, weil er im Speziellen den aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten, das war damals Andrew Jackson, wegen irgendwelcher privaten Dinge nicht leiden konnte, hat sich eben mit den beiden anderen Kandidaten zusammengetan und zu dritt haben sie dann das Ganze so hingeschoben, dass letzten Endes dann in dieser Stichwahl, die folgte, nicht Andrew Jackson, sondern John Quincy Adams Präsident geworden ist. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und ähnliche Fälle, wo unmittelbar vor einer Wahl dann nochmal die Wahlregeln einfach geändert wurden, gerade im Hinblick auf eine Überbetonung von Briefwahlmöglichkeiten, die sich natürlich auch sehr stark darauf auswirken, wie sich dann tatsächlich die Wählerklientel zusammensetzt, weil die Möglichkeit einer Briefwahl und insbesondere einer erleichterten Briefwahl doch Leute dazu bringt, zu wählen, die das sonst nicht tun würden, weil es ihnen zu mühsam ist. Das sind vor allen Dingen politisch eher desinteressierte Leute, die tendenziell zentristisch wählen. Einen Präzedenzfall gibt es da aus Großbritannien. Das wäre die EU-Parlamentswahl 2004 gewesen, wo die britische Regierung in einer Region, die sehr stark zur British National Party damals hingeneigt hat, also sagen wir mal dem giftigen großen Bruder von UKIP damals, die heutzutage allerdings bedeutungslos geworden ist, wo man dann kurzfristig eben das Wahlrecht so geändert hat. Man sagte, das sei ein Experiment, weil man in Zukunft den Leuten es leichter machen wolle, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen und so weiter, was eben halt immer dieses ganze Gerede ist. Genauso wie man eben keine Rechtschreibfehler bei Kindern mehr verbessert, weil das ihre zarten Seelen ja schädigen könnte und jeder schreiben können soll, wie er möchte, hat man eben dort dafür gesorgt, dass die Briefwahl deutlich leichter wurde und siehe da, die damit neu aktivierten sonstigen Nichtwähler haben eben ihre Stimmen vorzugsweise den Tories gegeben und damit war eben die Gefahr gebannt, dass UKIP und die British National Party, die BNP, ihre Macht, ihren Stimmenanteil im EU-Parlament würden ausdehnen können. Also das ist diese ganze Schieberei, für die es noch nicht mal jetzt aktiven Wahlbetrug braucht, indem man einfach kurzerhand nochmal eben schnell 20.000 Wahlzettel druckt und die rückdatiert und dann für den Kandidaten, der gewünscht ist, abstimmen lässt. Die hat es zumindest in der US-Geschichte tatsächlich immer schon gegeben. Die sind zwar nicht mehr sonderlich präsent, aber insbesondere Politikwissenschaftler und politische Journalisten wissen sehr wohl darum und wissen das auch dementsprechend einzuordnen. Das gehört mindestens in den USA und da die USA ja mehr oder weniger die Gussform für die sogenannte westliche Demokratie, zumindest nach 45, dargestellt haben, hat sich das eben auch in der gesamten westlichen Welt so weit durchgesetzt in unterschiedlichen Grauschattierungen. Es ist dahingehend interessant, das habe ich jetzt nochmal nachgeschlagen, weil mir dann direkt, als du jetzt nochmal weit über diese ganzen bestimmten Betrüge, die da stattgefunden haben und Verquickungen ausgeholt hast, kam mir wieder diese Buchreihe in den Kopf, die ich irgendwann mal gelesen hatte, und zwar hier zeitgenössisch von James Ellroy. Es ist, glaube ich, insgesamt amerikanischer Thriller, heißt auf jeden Fall ein Buch davon. Und da geht es um diese John F. Kennedy-Zeit. Und da geht es eigentlich auch ständig nur darum, dass es einzig ein einziger Betrug ist, in dem irgendwelche Sachen hin und her geschoben werden. Und das FBI ist drin verwickelt, Hoover will da irgendwelche Sachen beeinflussen. Und dann haben wir die Schweinebucht-Invasion. Und das ist ein einziges Kuddelmuddel.
Und also auch in der zeitgenössischen Literatur oder was die Amerikaner selbst auch als große Literatur für sich da in Anspruch nehmen, da gehört es zum ständigen Begleiter, wo dann auch Elroy damit zitiert wird, dass er sagt, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Kennedy-Mythos zu zerstören, der so besagt, dass Amerika die pure Unschuld ist, aber es ist eigentlich eine ständige Fortsetzung von Betrug. Ja, absolut. Und das ja sogar selbst innerhalb der jeweiligen Parteien. Ich meine, man erinnere sich nur daran, wie das seinerzeit gelaufen ist zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders, als es darum ging, wer nun der demokratische Präsidentschaftskandidat 2016 werden sollte. Ich meine, da steht ja auch immer noch im Raum, dass das im Prinzip eine einzige große Schieberei gewesen sei, weil natürlich die Clintons einen erheblich schlagkräftigeren Apparat hinter sich haben, der übrigens, muss man dazu sagen, zu einem guten Teil jetzt Kamala Harris unterstützt. Also sie hat sich dezidiert Berater in ihren Stab geholt, wie man mittlerweile weiß, die nicht etwa aus der Obama-Ära stammen, sondern die tatsächlich ehemalige Mitarbeiter zweiter oder dritter Garde von Hillary Clinton zu deren Zeit als Außenministerin der Vereinigten Staaten waren. Innerhalb der Parteien, das wird bei den Republikanern natürlich auch nicht großartig anders sein, sind sich all diese ganzen Anwärter auf hohe bis hin zu höchsten Ämtern spinnevereint und tun hinter und teilweise auch vor den Kulissen alles, um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ich meine, wenn in der Bundesrepublik Leute meinen, es sei krass, dass irgendwie die CDU sozusagen Friedrich Merz ausgebotet hätte, indem man da Termine verlegt beziehungsweise Parteitage abgesagt hat wegen Corona, sodass er nicht als der nächste Kanzlerkandidat aufgestellt werden könnte. Das ist wirklich Kindergarten gegen das, was in den USA läuft. Und auch wenn es natürlich problematisch ist, sich da immer auf diese Hollywoodisierung aller möglichen politischen Vorgänge zu beziehen, in Amerika ist es nun mal einfach so, dass die im Prinzip nicht nur Hollywood nach ihrem Leben ausrichten, sondern auch vice versa. Wie man beispielsweise auch sehr formschön, wenn es schon um Präsidenten geht und deren öffentlichkeitswirksames Image und die Handhabung desselben, was man beispielsweise bei einem meiner großen Favoriten, Jean Baudrillard, lesen kann, der im alten Mattes und Seitz Verlag, also damals, als das noch in München ansässig war, in den 80ern, einen Reisebericht über die USA veröffentlicht hat. Das war, glaube ich, sogar in meinem Geburtsjahr 87, wo er dann auch darüber, also man muss dazu wissen, Baudrillard war im Prinzip ein Vertreter dieser im Poststrukturalismus nicht unbeliebten These, dass wir durch die massenmediale Durchseuchung sozusagen unseres Alltags und der gesamten Welt irgendwo in so einen Status der Realitätsundeutlichkeit und der Verschiebung eingetreten sind, die Hyperrealität, wie er das nannte, dass im Prinzip, wie Menschen wirklich sind, in diesem Fall eben Politiker, überhaupt nicht mehr klar von ihrem PR-Image, von dem, wie sie in den Medien dastehen und so weiter, zu trennen ist und dass vielmehr sogar die realen Menschen und Ereignisse hinter ihren medialen Abbildungen verschwimmen, dass etwas, was nicht im Fernsehen läuft, gar nicht wirklich passiert, dass er in den Slogan der 11. September hat nicht stattgefunden oder das Jahr 2000 findet nicht statt, gefasst hat. Und in diesem Buch Amerika schreibt er eben über Reagan, dass Ronald Reagan war ja Schauspieler, Western-Schauspieler im Speziellen, bevor er Präsident geworden ist, dass es im Prinzip die hundertprozentige Selbstrealisierung der amerikanischen Politik sei, dass ein Schauspieler, ein Berufsschauspieler dort Präsident geworden sei und dass das leere, aufgesetzte, eingeübte und beliebig abrufbare Lächeln von Ronald Reagan im Prinzip die Verkörperung des amerikanischen Verhältnisses zur Politik sei. So. Und das ist tatsächlich etwas, was sich nicht nur in den jeweiligen Persönlichkeiten von Donald Trump bis hin zu, sagen wir mal, dem Herrn Andrew Yang, auf den ja auch viele zwischenzeitlich mal gehofft haben, wiederfindet, sondern eben auch in der Art und Weise, wie diese Leute dort miteinander umgehen. Dass eben das, was im Abgeordnetenplenum passiert oder bei irgendwelchen Rededuellen oder so, dass das von diesem politmedialen Komplex als,
als das, was wirklich wichtig ist, inszeniert wird und eben die tatsächlichen politischen Maßnahmen, die umgesetzt werden, dahinter vollständig zurücktreten und teilweise gar nicht mehr thematisiert werden, was sich unter Trump deutlich verschärft hat. Aber das ist wiederum eine Frage von dessen sehr speziellem Verhältnis zur Medienlandschaft als solcher. Und das ist eigentlich auch ein Thema für sich. Um nochmal kurz den deutschen Aspekt rauszugreifen, den du erwähnt hattest mit Merz. Ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, so diese typische, also so typisch deutsch, so eine Naivität, was gerade diese Fragen angeht, warum auch in Deutschland Geheimdienste immer so verrufen sind und diese Vorstellung davon, wie Geheimdienste arbeiten, immer sowas, Verruchtes anhaftet und der Deutsche will damit eigentlich nichts zu tun haben. Und er läuft dann immer mit so einer erheblichen politischen Naivität durch die Gegend. Das hat sich auch irgendwie ein bisschen nach meiner Wahrnehmung so in dieser NSA-Geschichte gezeigt. Man war völlig perplex, also zumindest der Blätterwald und der allgemeine Deutsche, darüber, wie denn der Freund aus den USA denn einen überhaupt überwachen konnte. Und ich glaube, dass dahin auch viel begründet liegt, weil der Deutsche irgendwie diese Vorstellung davon, wie schmutzig Politik eigentlich ist und wie sie sein kann und auch darüber, wie Geheimdienste dann am Ende auch arbeiten müssen, dann immer so die Augen verschließt und sich so seine heile Welt baut. Und na, auf jeden Fall, aber das ist ja auch etwas, was nach 45 aktiv aufgebaut bzw. umgekehrt aberzogen worden ist, dass Politik letzten Endes Machtdynamik umfasst. Und dass es eben nicht darum geht, möglichst nett zueinander zu sein und irgendwelche Kompromisse zu finden und These gegen These, Synthese und dergleichen, sondern dass es eben halt darum geht, wenn man in der Machtposition ist, diese Macht halten zu wollen. Und wenn man nicht in der Machtposition ist, in die Machtposition kommen zu wollen und denjenigen rauszuwerfen, der die Machtposition innehat. Und das ist eben etwas, was so Leute wie Carl Schmitt beschrieben haben, die dafür in Bausch und Bogen verdammt worden sind und teilweise immer noch werden von der sogenannten etablierten Politikwissenschaft und Leuten, die sich da irgendeiner, wie auch immer, wichtigen oder unwichtigen Meinung fleißigen. Aber so ist es nun mal. Und in die gleiche Sparte, auch wenn das gerade so in unserer sogenannten Szene, in unserem Milieu teilweise nicht so ganz gerne gehört wird. In genau die gleiche Sparte fällt ja auch dieses irgendwo schon kindlich naive Glauben daran, dass beispielsweise der Verfassungsschutz tatsächlich dazu da sei, um die Verfassung, das Grundgesetz zu beschützen und den Extremismus in diesem Land klein zu halten, wohingegen ja, ich meine, also man muss kein Historiker sein. Und man muss auch nicht politischer Zyniker sein, um sich einigermaßen logisch herleiten zu können, dass diese ganzen Geheimdienste, die nach dem Krieg von den amerikanischen Geheimdiensten aufgebaut worden sind und erst nach einer ganzen Weile an die Deutschen sozusagen weitergegeben wurden, nachdem man sicher sein konnte, dass die damit vernünftig in Anführungszeichen umgehen würden, dass diese Dienste nicht dazu da sind, irgendeinen abstrakten Wertekanon zu schützen oder das Grundgesetz oder was auch immer, sondern dass die dafür da sind, die Machtsicherung für diejenigen, die diese Dienste finanzieren, zu besorgen. Wer auch immer das jeweils gerade ist, ob es jetzt eine große Koalition ist oder Schwarz-Gelb oder was auch immer. Und dass dementsprechend diejenigen, also dass diese Machtmittel, die Geheimdienste letzten Endes sind, aggressive, aktive und nicht nur passiv reagierende defensive Machtmittel, dass die gegen die eingesetzt werden, die den Status quo, wie er der jeweiligen Regierung passt, gefährden könnten, in Anführungszeichen. Also diese ganze marktschreierisch und sensationslüstern vorgetragene Parole, dass der Verfassungsschutz in Wirklichkeit ein Regierungsschutz sei, das ist eine Binsenweisheit. Und ich denke mal, jeder, der einigermaßen unvoreingenommen darüber nachdenkt und sich auch dieses ganzen Wunschdenkens entledigt von staatlichen Organen, die nach Proporz oder per Ernennung von der Regierung besetzt werden, von denen neutral behandelt zu werden. Wer sich einmal davon freimacht, der dürfte, glaube ich, von allein darauf kommen. Und letzten Endes ist es hier genauso wie in allen anderen Staaten auch. Dieses ganze Gerede vom sogenannten Deep State und insbesondere die sogenannte Geheimdienstverschwörung oder die Verschwörung verschiedener dieser ABC
Alphabet Agencies gegen Donald Trump, insbesondere dieser zwischendurch angenommene Zwist zwischen FBI und CIA, weil die eine pro Trump und die andere gegen Trump sei. Das löst sich meines Erachtens relativ schnell auf, wenn man einfach davon ausgeht, dass dieser gigantische bürokratische Apparat, den westliche Demokratien mit sich herumschleppen, letzten Endes immer auf der Seite der zu einem gegebenen Zeitpunkt Mächtigen sein wird. Und dass, wenn plötzlich unverhofft irgendeine Überraschung geschieht und eine ganz, ganz neue Regierung daherkommt, wie das 2016 mit Trump eben war, weil ja tatsächlich nicht vorgesehen war, wahrscheinlich noch nicht einmal von Trump selbst, dass er diese Wahl gewinnen würde, dass die dann eben nicht dazu neigen, ruckzuck eben ihr altes Kostüm in den Schrank zu hängen und sich nach dem neuen Wind, der durch die Hallen der Macht weht, auszurichten, sondern dass die erstens mal ihre Pfründen absichern wollen, dass die vielleicht auch irgendwelche Leichen, die sie im Keller haben, in Sicherheit bringen wollen und im Zweifelsfall darauf schauen, was eben viele unmittelbar bei den Politikern einer neuen Regierung angestellte parlamentarische Mitarbeiter und so weiter nicht direkt tun, dass die eben über eine bloße Legislaturperiode hinausdenken und sich von vornherein Gedanken darüber machen, ob es sicher ist, dass dieser gegebenenfalls frische Wind auch noch ein paar Jahre länger wehen wird. Und wenn das eben unwahrscheinlich ist, und ich denke, bei Trump war es schon doch spätestens seit den Midterms, also seit 2018, ziemlich unwahrscheinlich, dass er wieder gewählt werden würde, sachlich betrachtet, dass sie dann dafür sorgen werden, dass, wenn er geht, sie bleiben. Das ist nicht nur in Amerika so, das ist auch in der Bundesrepublik so, das ist auch in Österreich so. Und das ist eben dieser Leviathan, wie er sich tatsächlich darstellt und wie ihn eben einige Abtrünnige beziehungsweise von ihrem ursprünglichen Milieu wegen zu starken Realitätsbezugs geschassten konservativen Denker in den USA, wie insbesondere Samuel Francis, auch beschrieben haben, dass tatsächlich das Problem der Demokratie letzten Endes die Bürokratie ist und dass eben dieser Beamtenapparat tatsächlich das ist, woran es krankt, dass dieses ganze Kindergartenspiel zwischen den Parteien und dieses Gezänk und das Gezerre und die Spielchen vor und hinter den Kulissen letzten Endes hauptsächlich der Unterhaltung dienen, aber die tatsächliche Politik eben in Ausschüssen gemacht wird und dass die ausführenden Organe, dass irgendwelche festangestellten, verbeamteten, nicht kündbaren parlamentarischen Dienstleister, die eben ihr eigenes Süppchen kochen, letzten Endes tatsächlich diejenigen sind, die mit einer Unterschrift an der richtigen Stelle oder einer Akte, die irgendwo verschwinden gelassen wird, tatsächlich mehr Macht haben als unter Umständen der US-Präsident. Ich glaube, wir können für die ersten 40 Minuten, die wir jetzt beinahe erreicht haben, nur festhalten, dass was wir daraus mitnehmen können, ist, dass wer Max Weber verstanden hat und die Dynamik der Bürokratisierung und wer dann am Ende im Staat den Ton angibt und zeitgleich noch sich das politische Denken von Carl Schmitt zu Gemüte geführt hat und das dann alles auch noch richtig verstanden hat, dass der wahrscheinlich den realistischsten Blick auf Politik im 21. Jahrhundert haben wird. Also dahingehend können wir, glaube ich, jetzt an der Stelle eine Leseempfehlung rausgeben. Einmal Max Weber lesen und einmal der Begriff des Politischen von Carl Schmitt. Ja, unbedingt. Also Schmitt kann man natürlich immer lesen und Weber ist, denke ich, für das Verständnis von Schmitt auch sehr hilfreich. Ich möchte die Leute aber gar nicht so abschrecken. Es langt, glaube ich, tatsächlich schon, wenn man an solche Fragen und wenn man über solche Prozesse nachdenkt, die im ersten Moment unverständlich erscheinen. Wenn man einfach mal ein bisschen gesunden Menschenverstand dort an die Sache setzt, davon ausgeht, dass die Leute, die dort in Amt und Würden sitzen, eben keine Heiligen sind, sondern letzten Endes ganz normale Menschen wie wir auch, die im Zweifelsfall nicht nur mit dem Bauch urteilen, wie man so schön sagt, sondern auch die Interessen ihres Bauches zu wahren neigen und eben nicht irgendwelchen großen humanitären Werten anhängen, sondern ihrer eigenen Brieftasche. Und im Prinzip ist das im Kleinen, was diese sogenannte und viel beschriene, insbesondere von liberal-konservativer Seite mit Heulen und Zähneknirschen begleitete, angeblich jetzt erst neu entdeckte und wieder aufsteigende
sogenannte Identitätspolitik im Großen ist, dass eben die verschiedenen ethnischen und sonstigen Untergruppen einer wie auch immer zersplitterten multiethnischen, multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft tatsächlich eben gerade nicht gewillt sind, sich irgendwelchen hehren Träumen von der Weltrepublik anzuschließen und für das große, ganze gemeinsame Wohl mitzutun, wie auch immer das jeweils aussehen möge, sondern dass die eben für sich und für ihre eigene klar umrissene und meistens relativ nach außen hin abgeschlossene Gruppe das Beste wollen. Auch wenn das, und gerade wenn das auf Kosten anderer zu erwerben ist, denen sie vielleicht nicht so positiv gegenüberstehen. Das ist etwas, was im Großen wie im Kleinen funktioniert. Und die einzige Erkenntnis, die man dafür von vornherein mitbringen muss, ist eben, dass diese ich möchte einmal polemisch sein und sagen, Hippie-Träume, mit denen viele von uns groß geworden sind und die man auch in der Schule so lernt, dass das eben schlicht und ergreifend Blödsinn ist und dass man gut daran tut, das möglichst schnell hinter sich zu lassen, weil man eben ansonsten vermutlich zu denjenigen gehört, die unter Umständen irgendwann einmal dabei unter die Räder kommen. Damit hast du mir die Steilvorlage gegeben für eine Frage, die ich dir noch im Laufe des Gesprächs so oder so stellen wollte. Und zwar Faktor ethnische Wahl. Ich glaube, der Begriff des Ethnic Voting, wie er dann zu Englisch heißt, kommt, glaube ich, aus den USA, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat seine Gründe. Und nach dem, was ich jetzt bisher bei der Wahl wahrgenommen und gelesen habe, war das diesmal eigentlich fast wieder genauso der Fall. Gibt da auch nochmal einen Einblick, was denn die ethnische Wahl oder wie wichtig die auch gerade wieder bei der aktuellen Wahl gewesen ist und was die ethnische Wahl in Amerika bedeutet? Also ganz grundsätzlich liegt, glaube ich, auf der Hand, wenn, wie gesagt, man davon ausgeht, dass so etwas wie die Constitution, More Constitution oder der amerikanische Exzeptionalismus, dass sie eben sagen, wir sind hier the city upon a hill, bei uns ist alles anders, wir sind irgendwie auserwählt und wir sorgen dafür, dass all diese ganzen gestrandeten Seelen, von wo aus auch immer sie zu uns gekommen sein mögen, dass die in eine neue US-amerikanische Identität hineingeschmolzen werden und dann im Sinne dieser neuen Gemeinschaft agieren, dass das eine schöne Idee ist, aber eben auch nicht mehr. Und davon ausgehend ist vollkommen selbstverständlich, dass eben, wie gesagt, unterschiedliche religiöse, rassische und sonstige Interessengruppen deutlich gesteigert durch die Diversifikation von irgendwelchen Psychopathologien wie Intersectional Feminism und dergleichen, dass also jetzt meinetwegen ist noch irgendwie eine eigene demografische Gruppe für halbseitig gelähmte Mulatto-Transgender-Frauen aus Barbados oder dergleichen geben muss, dass das alles nur dazu führt, dass es keinen einheitlichen Willen, keine einheitliche Willensbildung und dementsprechend auch eine vollkommen zersplitterte und fragmentierte politische Stoßrichtung oder eben gerade nicht Stoßrichtung geben muss, weil das gar nicht anders funktioniert. Wir haben das im Konkreten unmittelbar vor der tatsächlichen Wahl gesehen, als Donald Trump sich wirklich in allerletzter Minute dorthin gestellt hat und beispielsweise einen sogenannten Platinum Plan verkündet hat, um eben noch einmal zum Ausdruck zu bringen, dass er der Präsident sei, der am meisten für die Black Community getan hätte und auch noch in Zukunft tun würde, seitdem Abraham Lincoln durch den wundervollen Sezessionskrieg das Ende der Sklaverei auf dem nordamerikanischen Kontinent eingeläutet habe. Und ein ähnliches Angebot, auch wenn mir der Name des Ganzen gerade nicht einfällt, hat er ja auch an die hispanischstämmige Bevölkerung gerichtet, wohingegen die weiße, teilweise ja sozial sehr schlecht gestellte, immer noch gerade eben so Mehrheitsbevölkerung wenig an Sonderangeboten von ihm zu hören bekommen hat. Er hat, wenn ich es richtig erinnere, sogar die Pläne für Stimulus Packages, also konkrete Wirtschaftsanschiebemaßnahmen im Rahmen der Corona-Hilfe und dergleichen, die eben solchen Gruppen und solchen Regionen, in denen vorwiegend weiße
untere Mittelschicht, Angehörige, Blue-Collar-Workers und so weiter leben, tatsächlich gevetoed, glaube ich, oder die sind ewig lang verschleppt worden. Und es gibt deswegen tatsächlich eine ganz konkrete Erscheinung, die ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Wort nicht erfunden hat, aber die beispielsweise Richard Spencer als Wexit bezeichnet, also als das Abwandern der Weißen von der Republikanischen Partei, die normalerweise immer oder zumindest seit ja, vielleicht 50 Jahren, 70 Jahren als die Partei der Weißen gilt. Das geben die Daten auch ganz konkret so her. Die weiße Mittel- und untere Oberschicht wandern von der Grand Old Party, von den Republikanern ab zu den Demokraten. Und Trump hat in dieser Wahl jetzt prozentual, 2016 sogar schon. 2016 hat Trump prozentual weniger Stimmen von Weißen gewonnen als Mitt Romney, also der letzte republikanische Präsidentschaftskandidat, in der Wahl davor, 2012, gegen Barack Obama. Romney hat damals, ich glaube, 95%, kann das sein, sowas in die Richtung bekommen an weißen Stimmen, und Trump 10% weniger. Die Blue-Collar Whites, also das wird in der Regel danach geschieden, ob man jetzt einen Hochschulabschluss hat oder nicht, haben früher, also ganz früher, das heißt bis in die 80er hinein, ich denke, das ist mit Reagan langsam umgeschlagen, haben diese Handwerksberufe, Mittelstand, Weißen, bis zu 70% die Demokraten gewählt. Und dann ist es umgeschlagen, die Demokraten haben sich ganz dezidiert und wirklich, wirklich marktschreierisch den verschiedenen mehr oder weniger Minderheiten im Lande zugewandt. Und 2016, bei der Trump-Wahl, war die Situation des weißen Stimmenanteils dann eben tatsächlich genau umgeschlagen. 70% dieser Blue-Collar-Whites haben damals für Trump gestimmt. Und jetzt gibt es eben eine insgesamt 5%ige Abwanderung von Weißen, insbesondere von weißen Männern, von den Republikanern zu den Demokraten. Das ist übrigens für diejenigen, die das vielleicht bei Twitter schon gesehen haben und sich gewundert haben, der Grund, dass so viele Leute, die irgendwo im Dunstkreis der Alt-Right oder Dissident-Right unterwegs sind, dieses 5% in ihren Twitter-Benutzernamen gesetzt haben, um sich eben dazu zu bekennen, dass sie bei der Wahl gegen Trump abgestimmt haben. Trump, der da dem gegenüber tatsächlich bei dieser Wahl anhand einiger Zahlen, was ich gesehen habe, zumindest bei schwarzen Frauen beispielsweise, seine Unterstützung hat verdoppeln können. Wobei man darüber streiten kann, ob das jetzt mit irgendwelchen Versprechen zu tun hat bezüglich des Platinum Plan oder vielleicht auch damit, dass er die Baby-Daddies dieser schwarzen Frauen nicht reihenweise in den Knast befördert hat, weil er nichts gegen die Black Lives Matter-Unruhen getan hat. Aber gut, lassen wir die Häme mal kurz sein. Um da einzuhaken und mal die ganze Wahlbeeinflussungs-, Wahlfälschungs- und Betruggeschichte mal auszuklammern, war das vielleicht auch nicht der entscheidende Faktor, warum er dann gegen Biden nicht gewinnen konnte, dass er diesen, ja, vielleicht auch seinen Holzweg für ihn und für die Republikanische Partei, dass sie sich schwer damit tut, sich mal als die Partei der Weißen zu begreifen und immer ständig danach sucht, die Schwarzen für sich zu gewinnen und die Hispanics zu gewinnen und wie divers sie am Ende dann eigentlich auch sind. Hat das vielleicht mit dazu beigetragen, dass es ihm dann am Ende den Sieg gekostet hat? Ich denke, das ist vielleicht tatsächlich eine Frage der Perspektive. Und man könnte sagen, dass die Republikaner im Gegenteil zu sehr davon ausgegangen sind, die Partei der Weißen zu sein. Dass sich niederwerfen vor irgendwelchen Minderheiten und diese ganzen Versprechungen, dieses aktive Ansprechen von den verschiedenen hispanischen, schwarzen und so weiter Interessengruppen innerhalb der Republikanischen Partei beispielsweise, die Trump vorgenommen hat im Rahmen seines Wahlkampfes, dass das daher rührt, dass er oder zumindest seine Berater, Jared Kushner und ähnliche Genossen, davon ausgegangen sind, ganz salopp gesagt, dass die Weißen sowieso Trump wählen werden, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Und dass sie eben wenig bis gar nicht damit gerechnet haben, dass ein erklecklicher Anteil der weißen Bevölkerung einfach die Schnauze voll von Trump und seinen
zum allergrößten Teil leeren Versprechungen, seiner politischen Sprunghaftigkeit und eben seiner Hinneigung dazu, also was heißt seiner? Man muss natürlich immer sagen, dass er all diese ganzen Entscheidungen und Maßnahmen wohl kaum ganz alleine und vielleicht zum Großteil nicht mal unbedingt selbst getroffen haben wird, dass auf jeden Fall eben doch ein erklecklicher Anteil der weißen Bevölkerung sich dieses ganze Hin und Her und diese Symbolpolitik und diese Worthülsen keine zweite Amtszeit lang antun wollte. Jetzt schauen die alle etwas doof aus der Wäsche. Natürlich ist man dann leicht dabei, das Ganze mit Betrug zu erklären, anstatt zu sagen, okay, wir haben uns komplett verschätzt in der Planung unserer verschiedenen Wählerklientele, wie die anzusprechen sind, wie sicher man sich deren Stimmen sein kann und so fort. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass sehr, sehr vielen, also relativ gesehen, sehr, sehr vielen weißen Wählern und Wählerinnen selbstverständlich, es doch interessanter schien, Joe Biden oder wer auch immer ihn dann beerben wird und wer auch immer die Politik desjenigen betreibt und durchplant, dem eine Chance zu geben, als sich eben weiter von Donald Trump mehr oder weniger an der Nase herumführen und als Stimmvieh missbrauchen zu lassen. Bist du in dem Kontext, was diese Entwicklung ja nochmal verstärken würde, wenn jetzt die Weißen auch noch aktiv abwandern und diese Abwanderung der Republikanischen Partei bei der Republikanischen Partei nicht nur dadurch passiert, weil sie wegsterben, in Anführungszeichen, siehst du, dass da manche Pundits haben ja in Amerika so die Befürchtung, dass quasi mit der Verringerung der weißen Bevölkerung dann auch automatisch, das wäre ja diese ethnische Wahl stringent zu Ende gedacht, dann auch die Republikanische Partei völlig in der Bedeutungslosigkeit versinkt und dass ganz viel der Einwanderungspolitik, die Demokraten betreiben, auch genau darauf basiert, weil sie sich dadurch eine riesige Wählergruppe versprechen. Wäre das aber vielleicht nicht am Ende sogar für eine genuine Rechte von Vorteil in Amerika, dass wenn diese Republikaner, die noch viel rechtes Potenzial bündeln, sich einfach auch verabschieden, auch mit den Ansichten und diesem alten, überholten Konservatismus, der am Ende nichts anderes ist als Liberalkonservatismus mit Turbokapitalismus, wäre das vielleicht nicht einfach auch ein Vorteil für die Rechte in Amerika? Ja, die Frage ist, inwieweit das einen Unterschied machen würde zu dem, wie die alternative oder dissidente oder sonst wie geartete Rechte außerhalb der Republikanischen Partei sowieso in den letzten 50 Jahren dagestanden ist. Dass es im Prinzip zwei sogenannte Rechten in Amerika gibt, hat im Gegensatz beispielsweise zur deutschen sogenannten Rechten den Grund, dass es mit der Ausrufung und Formierung des sogenannten Conservative Movement durch William Buckley, eine wirklich ganz, ganz widerwärtige Figur, die ich verstehe nicht warum, lange Jahrzehnte und auch immer noch, man findet das beispielsweise in einzelnen, sagen wir mal, konservativen Lebensratgebern, die in den letzten Jahren ziemlich gute Verkaufszahlen hingelegt haben, dass dieser Herr Buckley dort lobend erwähnt wird, dass dieser Mensch tatsächlich dafür gewürdigt wird, eine angesehene, akzeptable und nicht irgendwie mit der Kneifzange anzufassende intellektuelle Rechte innerhalb der Republikanischen Partei etabliert zu haben. Das war damals tatsächlich nichts weiter als die Ausscheidung von allen mehr oder weniger konservativen Denkern. Da gehörten damals beispielsweise auch Mary Rothbard oder Ayn Rand dazu, die gegen den Vietnamkrieg eingestellt waren, aus der bestehenden konservativen republikanischen Geistesschickeria. Das war im Prinzip der Grundimpuls für die Begründung dieses sogenannten Conservative Movement. Und das hat sich bis heute so durchgezogen, das Conservative Movement, da sind sehr kluge Leute dabei, die aber im Prinzip ein einziger Jubelperserverein für die Republikaner sind. Und selbstverständlich führt so eine incestuöse intellektuelle Beziehung dazu, dass da nichts Neues entsteht, dass es wenig bis gar keine neuen Gedanken gibt. Und auf der einen Seite hat das dann eben zu einem Erstarken der Neocon-Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei geführt, die Gegenbewegung dazu außerhalb der Partei. Die erste sozusagen parteifreie alternative Rechte war der Versuch einer Bewegungsinitiative durch die sogenannten Paleokonservativen, die sich eben dezidiert auch schon im Namen gegen die Neocons gerichtet haben. Das waren solche Leute wie Paul Gottfried oder Patrick Buchanan und dergleichen.
die aber letzten Endes, abgesehen von ein paar interessanten und geistig sehr hochwertigen Konferenzen, nichts geleistet haben und von der Öffentlichkeit fast vollkommen unbemerkt dann langsam versandet sind. Aber aus dem Geist dieses Paläokonservatismus und insbesondere auch aus dessen Aporien, mit dem vor Augen, was damals falsch gemacht wurde, wie es eben nicht geht, dass man eben nicht nur sich wie so eine Art Gentleman's Club dahinstellen und große Reden schwingen kann, die von 50 Leuten angehört werden, die aber ansonsten vollkommen wirkungslos bleiben. Daraus ist beispielsweise ein Richard Spencer hervorgetreten und hat seinen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Ursprünglich hat er zusammen mit Paul Gottfried Veranstaltungen für den H.L. Mencken Club und dergleichen organisiert. Paul Gottfried hat dann tatsächlich auch den Begriff geprägt, dass es in Amerika eine alternative Rechte brauche, eine alternative Rechte zum Conservative Movement, zu den Establishment-Rechten innerhalb der Republikanischen Partei. Und daraus hat Spencer dann, aus dieser einen alternativen Rechten hat Spencer die alternative Rechte gemacht. Und darüber hat sich im Rahmen von 6, 7 Jahren, ab ungefähr 2010, dann eben das entwickelt, was wir 2015, 16 weltweit in den Medien gesehen haben und wo viele von uns immer noch nicht unbedingt neidvoll, aber doch interessiert und inspiriert draufschauen. Auch wenn es sich insbesondere unter Trump, da wird es dann ja erst wieder richtig interessant, für parteiferne rechte Strömungen doch recht katastrophal entwickelt hat. Weil innerhalb der Präsidentschaftszeit Trumps Rechte so stark verfolgt worden sind wie unter Obama eben nicht. Das hat nicht nur mit solchen Ereignissen wie Charlottesville zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass eben linke Pressure Groups in der Gesellschaft viel stärker geworden sind unter Trump, als sie es jemals vorher waren. Dass gewisse Funktionärsposten innerhalb der Bundesstaaten und auch der Bundesregierung in Washington von mit diesen linken Pressure Groups sympathisierenden Personen besetzt worden sind. Und so haben wir es dann eben gesehen, dass Trump mehrfach davon geredet hat, die Antifa, die allerspätestens seit dem Tod von George Floyd eben in den USA plündert und brandschatzt, mehrmals davon geredet hat, sie, dass er deeply concerned über diese Gewalt ist und das alles sorgfältig beobachtet und sie vielleicht zu einer Terrororganisation, zu einer innerstaatlichen erklären möchte. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, ist, dass der Ku Klux Klan untergebuttert worden ist. Auch in relativer zeitlicher Nähe zur Wahl, was mit Sicherheit auch ein bisschen was mit Pandering, mit gewissen Zugeständnissen einer erhofften schwarzen Wählerklientel zu tun haben wird. Also die Frage ist, ob es tatsächlich einen Niedergang der Republikanischen Partei braucht, um bislang gebundene Rechte geistige Potenziale freizusetzen, sofern sie denn existieren. Das Conservative Movement als solches kann, denke ich, als vollkommen verloren und auch im Niedergang begriffen betrachtet werden. Die dafür maßgebliche Zeitschrift, die National Review, hat schon vor geraumer Zeit, auch während der Präsidentschaft Trumps, beispielsweise die Kommentarfunktion auf ihrer Internetseite ausgeschaltet, weil dort eben immer die Reden geschwungen wurden, dass eine Rechte nur innerhalb der Republikaner Zukunft habe und dass diese ganzen ins Kraut schießenden Persönlichkeiten wie Richard Spencer, wie Nick Fuentes beispielsweise, dass die alle so Schmuddelkinder seien, mit denen ein echter rechtschaffener Republikaner nicht spielt, weil sie dafür eben von den einschlägigen Kreisen, aus denen die sogenannte Alt-Right ja zu einem Gutteil bestanden hat, irgendwelchen Internet-Trollen und dergleichen, da doch ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Conservative Movement kann man also, denke ich, ohnehin vergessen. Es hat sich eine gewisse, zwar, sagen wir mal, Peak-Feine, aber nicht unbedingt so eng an die Partei geknüpfte Rechte erhoben im unmittelbaren Nachgang des Wahlsiegs von Trump, hauptsächlich rund um das Claremont Institute, das ursprünglich politikwissenschaftliche Rezensionszeitschrift, die Claremont Review of Books, herum entstanden ist. Das ist da im Wesentlichen zu nennen. Die machen unheimlich viel, auch wenn es ein relativ kleiner Personenkreis ist, bewegen sich in der geistigen Tradition von Leo Strauss. Das ist wiederum auch wieder ein Thema für sich. Leo Strauss war
stark von Carl Schmitt beeinflusst. Dem war Schmitt aber tatsächlich zu liberal. Leo Strauss hat im Prinzip gesagt, dass die ganze politische Geschichte des Westens seit dem Mittelalter Dreck ist und dass man zu den Klassikern, zu den alten Griechen und so weiter zurückgehen müsse, politphilosophisch, um überhaupt etwas werden zu können in der Moderne. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt also eine rechte Denkschule außerhalb der Republikanischen Partei, die aber auch gleichzeitig nicht unbedingt mit Online-Shitposting und mit in Deutschland teilweise strafbaren Memes operiert. Da ist bereits unheimlich viel entstanden, beziehungsweise war bereits lange präsent, aber hat erst unter Trump ein bisschen Frischluft gewittert. Und ich denke, im Großen und Ganzen wird das die Rechte sein, die wir in Zukunft in den USA sehen werden, nachdem die Republikanische Partei sich umso mehr der Demokratischen annähert. Man hat es ja bereits nach der ersten Ausrufung eines Wahlsiegs von Biden gesehen, dass beispielsweise dieses sogenannte Lincoln Project, also ein weiteres Projekt nach Never Trump und was es da nicht so alles gab, von republikanischen Denkern und Funktionären, die Trump die Gefolgschaft versagt haben, insbesondere um den politischen Kommentator Rick Wilson, der damals vor der Wahl 2016 diesen großartigen Kommentar im Fernsehen gebracht hat, dass Trumps Sympathisanten und diese komische Alt-Right sowieso nur irgendwelche Kellerkinder seien, die sich einen auf Anime-Pornos runterholen, der dann ganz überrascht war, als es doch tatsächlich dazu gekommen ist, dass diese sogenannten Kellerkinder letzten Endes eine ganze Wahl an sich gerissen haben. Diese Leute haben unmittelbar, nachdem es das erste Mal so schien, dass Biden gewonnen haben könnte, sogleich ihre Fühler Richtung Demokraten ausgestreckt und eben wortwörtlich gesagt, jetzt sei wieder die Zeit des Zentrismus, dieses furchtbare Wort, angebrochen und alle vernünftigen Politiker und Denker müssen jetzt über Parteigrenzen hinweg sich die Hände reichen und das Land versöhnen und heilen. Einen. Und ja, was man dann in solchen Fällen die eben Kredit immer so sagt. Ja, so wie Team Biden und Harris von der Zeit als Team Hoffnung oder so gebrandet wurden. Wir sind jetzt schon wieder weit fortgeschritten. Wir könnten wahrscheinlich über das ganze Thema auch noch Stunden weiter erzählen. Aber um nochmal einen Faktor aufzugreifen, beziehungsweise was du gesagt hattest und was du jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten hast, wie hat denn jetzt die Alt-Right den wahrscheinlichen Sieg von Biden denn aufgenommen? Sieht man da irgendeine direkte Chance oder ist man einfach jetzt erstmal nur hämisch erfreut über den Verlust des Präsidentenamts für Trump? Also es gab da im Vorhinein ja schon die übliche starke Lagerbildung, die mit Sicherheit auch viele mitbekommen haben werden. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass Richard Spencer zeitig sicherlich auch mit dem Hintergedanken möglichst viel Resonanz bei Twitter zu erzeugen, von sich gegeben hat, dass er eben vorhabe, Biden die komplette demokratische Liste, das Ticket zu wählen. Das aber nicht aus akzelerationistischen Gründen, also nicht um für möglichst viel Krise zu sorgen, sondern weil die Liberals, die Linken, eindeutig kompetenter in der Staatsführung seien. Also man muss dazu natürlich sagen, dass der Mann seine eigenen Gründe dafür hat, weil er ja ursprünglich mal derjenige war, der Hail Trump gerufen hat, was ja auch um die Welt gegangen ist und sich dann doch sehr schnell sehr ernüchtert gesehen hat. Tatsächlich bereits mit den, auch wenn er wohl nur relativ symbolisch war, mit diesem Raketenangriff auf syrische Ziele, auf diesen syrischen Flugplatz damals, sein Endorsement, seine Loyalität zu Trump widerrufen hat. Also Spencer ist da auch persönlich, glaube ich, immer noch ein bisschen beleidigt. Er hat dann aber noch nachgeschoben, dass, also nachdem es den erwartbaren Aufschrei aus der Szene gab, dass es wohl die deutlich akzelerationistischere Option sei, für Trump zu stimmen, weil ja immerhin zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, das war ganz unter dem Eindruck von Black Lives Matter und dergleichen, dass vor seinen Augen, also vor Trumps Augen, ganze Städte im Chaos versinken würden, dass beinahe der Dritte Weltkrieg angefangen worden sei. Damit war die Tötung von Soleimani
gemeint, dass die Angriffe, sowohl rechtliche Lawfare als auch körperlich und durch Deplatforming und dergleichen, auf Leute wie mich, also wie Spencer, massiv zugenommen hätten, womit er ja durchaus auch recht hat. Ja. Die Demokraten seien einfach besser darin, den Niedergang, der scheinbar sowieso unabwendbar sei, zu verwalten. Er hat das dann auch nochmal konkretisiert, dass unter Trump eben, was ich vorhin schon anschnitt, die bedürftige weiße Bevölkerung wenig Tageslicht gesehen habe und dass die Demokraten, wenn sie dann irgendwelche Mindestlöhne einführen würden und dergleichen, dass zumindest davon ja auch die Weißen mit profitieren würden. Auf der anderen Seite hat man viele, sagen wir mal, etwas populistischer orientierte Dissident-Right, Alt-Right zugerechnete Denker und Aktivisten gesehen, beispielsweise Greg Johnson von Countercurrents, der eher ein Anhänger der Theorie des kleineren Übels war, also dass zwar die Optionen beide mies seien, aber dass man im Prinzip als Weißer und insbesondere als rechter Weißer dazu verpflichtet sei, für Trump zu stimmen, weil er eben die einzige Hoffnung sei und weil man sich eben nicht mit dem Feind einlässt, sozusagen. Bis hin zu einem Nick Fuentes, der in einem seiner Videos sich dann eben hingestellt hat oder hingesetzt hat vielmehr und gesagt hat, ich werde den Präsidenten wählen und ihr alle müsst auch den Präsidenten wählen. Wenn ihr meine Show anseht, dann müsst ihr für Trump stimmen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr nicht für Trump stimmt. Ihr könnt nicht für Trump stimmen. Ihr müsst es tun. Ich sage euch, ihr müsst. Es gibt gar keine andere Wahl. Ich stimme für Trump und ihr stimmt auch für Trump. Wer nicht für Trump stimmt, ist ein Verräter an Amerika, ein Verräter an seiner Rasse, ein Verräter an seinem Volk. Es gibt keinen plausiblen Grund, nicht für Trump zu stimmen. Kein. Sorry. Es gibt einfach keinen. Ich weiß, das ist jämmerlich, aber das ist egal. Wenn Joe Biden gewinnt, wird er mir, also sagte Fuentes, wird er mir in den Kopf schießen. Die Behörden oder die Schwarzen werden meine Tür eintreten und mich umbringen. Das ist, denke ich, etwas, was tatsächlich einige der Leute, die sich unter Trump im Rahmen oder knapp außerhalb des Rahmens der Alt-Right sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, tatsächlich gedacht und erwartet haben oder vielleicht auch immer noch tun, dass sie dann jetzt in irgendwelche Lager gesteckt werden. Ähnlich dem, was viele Liberale und Linke von sich gegeben haben, unmittelbar vor der Trump-Wahl oder unmittelbar nachdem bekannt gegeben wurde, dass er das Rennen gemacht hätte. Letzten Endes denke ich, dass selbst in den USA das nicht so heiß gegessen wie gekocht wird, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Die Alt-Right als solche, nun da die Würfel mehr oder weniger gefallen zu sein scheinen, wird sich auch damit abfinden. Einer der aktiveren Publizisten rund um das The Right Stuff Podcast und Blog-Netzwerk, Eric Stryker, hat dazu geschrieben, jetzt wo Blormf endlich weg ist, also er ist auch einer der eher zynisch da herangehenden, jetzt wo er endlich weg ist, ist es Zeit für uns, wieder in den Sattel zu steigen. Die letzten 4 Jahre seiner vollkommen nutzlosen Präsidentschaft waren für uns das politische Gegenstück dazu, als Tante-Emma-Laden mit Walmart konkurrieren zu wollen, weil eben nicht nur weil das Establishment erheblich angeschwollen ist und viele Wähler und potenzielle Interessenten an den Medien angeboten, aus denen die Alt-Right ja zum Großen und Ganzen besteht, sich eher Trump zugewandt haben, beziehungsweise der Meinung waren, dass in einer solchen Präsidentschaft ihre Bedürfnisse bereits gestillt würden, dass es eben keiner Alternative zum Establishment bedarf, sondern dass eben auch die mediale Aufmerksamkeit, die Alt-Right oder Dissident-Right oder wie auch immer sie sich gerade nennt, als eine provokative und vor allen Dingen virtuelle, ich mag dazu eigentlich immer nicht so richtig Bewegung sagen, sagen wir lieber Initiative, Graswurzelinitiative, Strömung. Ja, eine Strömung, ein Milieu vielleicht, die mediale Aufmerksamkeit und dieser Resonanzraum, den diese Strömung braucht, durch den Trump-Verzerrungseffekt, durch die extreme Masse dieses Todessterns, der vorbeigeschwebt ist, sozusagen, abgelenkt und der Alt-Right, der Dissident-Right entzogen worden ist. Und wenn Trump jetzt erst einmal weg ist, dann muss man sehen, wie diese ehemals um diesen Gravitationspol herumgeschwebten Energien sich dann neu orientieren werden. Da haben sie bemerkenswerterweise, da haben also diese Rechten bemerkenswerte Schnittmengen
in ihren Erwartungen mit sehr linken, ich würde sie als Alt-Left bezeichnen, Theoretikern und Publizisten, deren Podcast und Weblogs ich mittlerweile auch ganz gern konsumiere, einfach weil diese Einheitsmeinung im etablierten konservativ-rechten Bereich so langweilig ist. Die eben auch davon ausgehen, dass die extrem katalytische Wirkung, die Trump-Präsidentschaft auf die Massenmedien gehabt hat, insbesondere in den USA, aber auch weltweit, dass diese ganzen Energien, die er gebündelt und verstärkt hat, eben dann, wenn er als Präsident abtritt, spontan, schlagartig frei werden und sich sehr schnell neue Ziele suchen müssen, um einen gewissen, ja, so einen gewissen Dominoeffekt innerhalb des Medienbereichs, des politischen Medienbereichs zu verhindern. Denn da hängen tatsächlich substanziell viele Jobs dran. Matt Drudge, einer der Erfinder dieser News-Aggregator-Websites, wie insbesondere Breitbart war, bevor das Ganze zu einer eigenen Nachrichtenseite geworden ist. Also solche Internetseiten, die stammen noch aus der relativen Frühzeit des Internets, sind so eine angloamerikanische Spezialität, die dann von Einzelpersonen oder von kleinen Firmen betrieben werden und im Prinzip für Internetnutzer, die keine Lust haben, sich ihre Nachrichten selbst zusammenzusuchen aus dem Internet, dann das zusammenbasteln und als Digest anbieten, was diese Leute vermutlich lesen wollen würden. Dieser Matt Drudge hat gesagt, dass im Prinzip Trump durch seinen Wahlsieg die Massenmedien in Amerika an sich gerettet habe, weil vor 2016 unzählige dieser traditionsreichen großen Zeitungen, wie beispielsweise die New York Times, die Washington Post, die dann sich von Jeff Bezos hat kaufen lassen, um irgendwie über die Runden zu kommen, dass all diese Häuser geschwächelt haben und erst dadurch, dass sie so eine Art antifaschistische mediale Einheitsfront gegen die Trump-Präsidentschaft bilden konnten, wieder Fuß gefasst haben, weil das zu einem großen Solidaritäts- und Unterstützungseffekt geführt hat, ihnen viele neue Leser zugeführt hat und das im Prinzip jetzt alles auf dem Spiel steht, beziehungsweise sich all diese ganzen Häuser neu orientieren müssen, wenn sie nicht mehr im Prinzip davon leben können, jeden Tag negativ Nachrichten über Trump zu produzieren. Also halten wir fest, zum Ende des Podcasts, dass für die alternative Rechte da wahrscheinlich mehr Chancen in einem Biden-Sieg liegen, als in einem Trump-Sieg gelegen wären. Nils, ich danke dir für die tiefen Einblicke und die gute Einschätzung, die kenntnisreiche Einschätzung dessen, was da über dem Teich passiert. Ich bin mir sicher, dass wir uns zu dem Thema auch nochmal irgendwann hören werden. An die Zuhörer wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir haben das Ende erreicht nach einer guten Stunde. Und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.